So, hallo und herzlich willkommen zu Folge 99,5 mit euren Wünschen und meinen Designumsetzungen. Ja, Nummer 99,5 ist das jetzt quasi. Aber ich wollte die Folge nicht als 100 machen, sondern oder 101, sondern eben noch davor, also 99,5. Und jetzt legen wir nochmal los. Ich zeige euch nochmal kurz die Fahrzeuge, die ihr vielleicht schon in den vorigen 4 Folgen gesehen haben könntet, weil die ja noch keine Vorstellung bekommen haben. Mangel Zeit, beziehungsweise ja, der Gelegenheit, und ich wollte es nicht irgendwo, irgendwo nicht dazwischen drängeln. Deshalb jetzt, ja, in der 99,5 quasi, jetzt einfach mal von oben nach unten. In Stufe 3, Mr. VG, wollte ja den GC10 haben, in, ja, blau-schwarz. Ich hatte den erst blau-weiß gemacht, weil ich da was missverstanden hatte, und da ist er, und den gucken wir uns jetzt nochmal genau an in Ruhe. Er war zwar schon zu sehen in dem Community Race Nummer 3, aber jetzt sehen wir ihn halt noch mal hier in schönem Schwarz-Blau mit dem Alpine Stars Logo und Liquimoli, wie er das gerne haben wollte. Und ja, da sehen wir das gute Stück. Gefahren bin ich ihn ja im Community Race Nummer 3. 5 Rennen lang. Hat Spaß gemacht mit dem Ding. Also fährt sich recht witzig. Kann man durchaus empfehlen, den Wagen. Ist nicht jedermanns Sache mit der Optik von dem Fahrzeug Grundgerüst, aber macht ja nichts. Trotzdem ein cooler Wagen. Ja. Man sieht hier jetzt leider nicht so viel wegen den dunklen Farben. Ist halt dem Farbwunsch geschuldet, aber naja, gut. Wer das Spiel hat, kann sich den Wagen ja eh in Ruhe selber angucken. Deshalb gehen wir gleich weiter zu Stufe 2. I Forgot Fame. Der war dann im Community Race Nummer 2 zu sehen. Der Mazda RX-7. Wo ist er denn? Da ist er. In der Hauptfarbe rot, die Nebenfarbe weiß und ein, zwei Sponsoren an der Seite. Ja. Hier ein paar Sponsoren. Da haben wir noch ein bisschen rot, da haben wir halt das Muster mit dem Drachen und dem weißen Drachenatem. Deshalb auch die Sponsorenfarbe blau und weiß mehr oder weniger gewählt. Auch hier, wie gesagt, gesehen in Community Race Nummer 2. Folgennummer 96? 97? 97. Ja. Das war der Mazda RX-7. Ich halte das jetzt hier mal etwas kürzer. Gut. Weiße Felgen natürlich noch, ne? Und Stufe 1. Den Mercedes 190 irgendwas. Habe ich gerade nicht auf meinem Zettel stehen. Ich kann es ja hier nochmal in Ruhe vorlesen. 190 E2,516 Evolution 2. Das war Panos Kasi. Er wollte den in lila-schwarz mit dem Würfelmuster. Auch in dem Community Race Nummer 1 zu sehen, und da hatte ich bereits erwähnt, mit lila und schwarz alleine wäre das wirklich sehr, sehr schlecht zu sehen gewesen. Deshalb sind die Würfel jetzt von mir aus, von meiner Seite aus eben in weiß gemacht worden. Oh, jetzt habe ich ein bisschen reingezoomt aus Versehen. Und ja, man erkennt am wenigsten die Würfel. Schwarz habe ich natürlich draufgelassen, auch die Sponsoren dann draufgemacht und auch in schwarz-weiß extra gewählt, sofern es halt ging. Also weiße Schrift mit schwarzem Rand. Und, also es passt auf jeden Fall. Aber kannst mir ja nochmal sagen, ob es dir so gefällt. Wenn nicht, dann muss ich es nochmal ändern. Aber ich finde, es passt ganz gut zusammen. Gut, und ja, jetzt kommt natürlich noch der letzte. Wie versprochen, Lukas Ziegler mit dem Ford Focus ST. Irgendwo ist er hier, da genau. Mit Muster Nummer 29. In der vorhandenen Farbe Silber und der Musterfarbe Schwarz, Rot und Blau. Das ist das, dieses kleine Stadtmuster, wo man so eine Skyline von der Stadt sieht. Die Stadt ist in schwarz, die Felgen habe ich so gelassen, wie sie waren, in rot. Passt auch ganz gut. Sponsoren habe ich runtergekratzt, die Nummer 1, 2, 3, die drauf war, habe ich auch runtergekratzt. Ja, das ist denn jetzt dein Design. Des Ford Focus ST. In den nächsten 4 Folgen werde ich ihn leider nicht fahren, weil ich habe die bereits aufgenommen. Und ja, das war es soweit von dieser Stelle. Von den Designs. Eine kleine Vorstellung habe ich noch. Und zwar aus Stufe 4 gibt es wieder mal ein neues Fahrzeug, das ich mir erworben habe. Und zwar bereits voll aufgetunt. Den Aston Martin 177. Da fällt mir gerade auf, ich habe das Muster noch gar nicht runtergekratzt und noch keine neuen Felgen drauf. Aber das mache ich gleich noch. Ist jetzt erstmal die Standardfarbe und die Standardfelgen. Deshalb seht ihr den jetzt so, wie er komplett getunt ist. Ist schon ein bisschen tiefer gelegt durch das Handling. Upgrade, oder die drei Handling-Upgrades sind sie ja eigentlich an der Zahl. Ja, das ist der 177 jetzt für euch zur Verfügung in Stufe 4. Wer zuerst kommt, mal zuerst.
Für alle, die es interessiert, Muster und Farben vorgestellt in Folge 17 in den letzten 6 Minuten. Und dann könnt ihr euch dann austoben, wenn ihr wollt. Solltet ihr bereits ein Fahrzeug haben, gebt mir bitte Bescheid. Falls ihr diesen wollt, dann gebe ich das alte Fahrzeug frei. Ansonsten, neue Ankömmlinge, herzlich willkommen. Auch herzlich willkommen dazu eingeladen, quasi den Wagen zu designen, wenn sie möchten. Ja. Und ja, als nächstes geht es dann weiter mit Folge 100. Quasi so überraschenderweise ganz überraschend. Ja, nee, ja. Dann gleich, ja, gleich im Anschluss Folge 100 für euch. Weil die Folge ist ja nie allein an einem Tag mit den Designs. Und deshalb sehen wir uns gleich zu ein paar Rennen wieder. Macht's gut.